Hallo, willkommen zurück. Schön, dass du wieder da bist und meinem Video folgst. Es geht hier darum, wie kann man im Geschäft erfolgreich werden, wie kannst du deinem Geschäft, im Network Marketing Business, im Vertrieb, im Direct Sales, wie kannst du erfolgreich werden? Nun, wir haben uns viele Voraussetzungen angeschaut die letzten Male. Traum zu haben, ein Ziel zu haben, einen Plan zu haben, Coach zu nehmen. Ich möchte noch einen kleinen Trick verraten, der mir sehr viel geholfen hat, vielleicht hilft er dir auch einmal. Kennst du jemanden, der dir sehr wichtig ist, der für dich wichtig ist als Person? Wenn du dich zum Beispiel dem gegenüber verpflichten würdest, dann wäre das für dich total wichtig, dass du das auch einhältst. Mir hat das am Anfang extrem geholfen. Ich kann mich gut erinnern, als ich begonnen habe, da bin ich gefragt worden vom Unternehmensgründer damals, was ist dir Ziel? Und ich habe das aufgeschrieben, ich habe einen Zettel geschrieben, was ich erreichen möchte. Ich habe den abgegeben, ich habe geschrieben, ich möchte der erfolgreichste Network-Marketer in ihrem Unternehmen werden. Habe eine Jahreszahl dazu geschrieben, eine Umsatzgröße. Ja, und ich bin 11 Jahre lang wegen diesem Zettel aufgestanden, 11 Jahre lang, jeden Morgen, genau wegen dem Zettel. Ich habe mich zu etwas verpflichtet. Und nach 11 Jahren war es soweit. Ich habe die umsatzstärkste Organisation geführt in unserem Unternehmen. Das lag aus dem einzigen Grund, weil ich mich zu etwas verpflichtet habe. Nach dem Prinzip Promise und Deliver, wenn ich etwas verspreche, jemand, der mir wichtig ist, dann werde ich alles daran setzen, das zu schaffen. Vielleicht hilft dieser Tipp auch dir. Überleg dir mal. Kannst du dich verpflichten, jemand? Und bist du auch bereit, den Preis des Erfolges zu zahlen? Natürlich gibt es einen Preis. Der Preis ist, dass du auch was tun musst. Der Preis ist, dass du antizyklisch arbeitest. Der Preis ist, dass du möglicherweise am Beginn ein zweites Standbein hast, zweiten Beruf hast, dass du sowas wie eine Art Abendschule besuchst. Abends, wenn die anderen zu Hause sind, dann machst du noch Termine. Am Wochenende, wenn die anderen zu Hause sind, dann machst du vielleicht Termine. Aber du machst es für ein besseres Leben, für etwas, das du erreichen kannst. Und wenn du diese Bereitschaft mitbringst, die Bereitschaft, dass Leute vielleicht dich am Anfang nicht verstehen werden, dass dich zurückweisen werden, dass du Ablehnung auch erfahren wirst, dass du besser werden wirst, dass du dir einfach noch nicht alles gelingen wird. Wenn du bereit bist, diesen Preis zu tragen, das ist der Preis des Erfolges, dich stetig zu verbessern, zu lernen, zu wachsen, bereit bist, was zu tun, dann hast du große Chance, um erfolgreich zu werden. Und genau darum geht es, diese Bereitschaft, den Preis zu zahlen, und dazu gehört auch, sich zu jemandem verpflichten. Das bewegt dich einfach, das lässt dich aufstehen in der Früh, und das lässt dich einfach Hindernisse überwinden, dran zu bleiben, sodass du es sicher schaffst. Und genau das wünsche ich dir, bleib dran, gib alles, du kannst es schaffen.